Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Atlas Templates, Layouts und Workspaces erstellen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und natürlich, dass Michael Burgstaller auch für uns heute die Zeit gefunden hat, mit uns das Webinar zu veranstalten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer diente dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, sehr gut. Murat, vielen Dank. Bild und Ton super, das freut mich. Und ja, dann gebe ich auch direkt Bild und Ton weiter an den Michael und ich bin wie immer im Hintergrund und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend aus dem verschneiten Österreich. Ich hoffe, mich kann jeder hören, laut und deutlich, und das Bild ist auch da. Kurzes Feedback, dann können wir gleich starten. Wir hören dich gut und wir sehen deinen Desktop mit Atlas, MetaTrader von FX Flat und Perfekt, TraderWorkspace. perfekt. Dann starten wir gleich los. Ich möchte im Vorhinein noch sagen, was wir alles machen werden heute. Wir werden uns ein paar Fragen angucken. Wir werden uns neue Funktionen in Atlas angucken. Wir werden kurz darüber sprechen, was jetzt da in der Pipeline ist, was alles kommt. Und wir werden zusammen einen kleinen Workspace einrichten. Ich habe immer gedacht, wir machen das für den FDAX. Das ist ein Workspace, der jetzt da, sagen wir es mal so, das ist jetzt kein Workspace, den sich jeder nachbauen sollte. Die Übung sollte sein, einfach ein paar Funktionen während dem kompletten Erstellungsvorgang zu sehen und nachzuvollziehen, wie man bestimmte Sachen macht. Ja, also ich werde ein paar Charts hinzufügen, ich werde ein paar Indikatoren hinzufügen und eben diverse Funktionen verwenden, um den Workspace halt herzurichten. Und ich werde es hier auf einem Monitor machen, weil extrem viele Fragen gekommen sind, ob ich jetzt 5, 6 Monitore brauche, um Atlas zu verwenden. Und natürlich ist es schön, wenn man viel Arbeitsfläche hat, hat aber nicht jeder. Manche sind sogar nur auf dem Laptop unterwegs. Und deswegen werden wir uns da eben einen Workspace machen, der mit Layouts funktioniert und der sehr kompakt ist. Und das ist eben die heutige Übung, sagen wir mal so, ja, für das Webinar. Und dann starten wir gleich einmal los. Kurz vorab, ich verwende eine Alpha-Version von Atlas. Das heißt, wenn es dann doch wirklich mal abschmiert, sei es mir verziehen bitte, aber ich verwende nur die Alpha-Version, um etwaige Fehler schon vorab zu sehen und diese halt auch zu melden bzw. zu korrigieren. Wie ihr seht, hier haben wir Alpha und ihr könnt ja auch zwischen Latest und Beta und Stable-Version switchen. Ja? Also das könnt ihr von Haus aus machen. Kurz vorab, weil es gerade aktuell ist, ich habe heute im Support ein Ticket bekommen und der Kunde hat gesagt, sein Atlas läuft nicht, sein Computer schafft das nicht, der Datenfeed ist verzögert, er kann keine Orders ausführen. Dann haben wir halt ein bisschen geschrieben und das Problem versucht zu finden und dann habe ich eben gebeten darum, dass er mir den Workspace schickt, den er angelegt hat. Und ich möchte euch nur kurz zeigen, was Probleme verursachen kann. Ja, ich habe den Workspace jetzt ganz normal mal unter Wahnsinn abgespeichert. Und ihr seht gleich hier am Login, es erscheint ein gelbes Dreieck. Ja, das heißt, Atlas versucht euch hier schon vorzuwarnen, dass hier bestimmte Sachen unter Umständen nicht passen. Ja, klickt man jetzt auf das gelbe Dreieck, wird im Prinzip alles, was im Workspace vorhanden ist, aufgelistet. Ja. Dieser Workspace hat grundsätzlich kein Problem mit Historiendaten. Also ihr seht hier Loaded Days, ihr seht jeden Chart, ja, jedes Zeichenobjekt und hier sind eigentlich nicht viele Tage geladen. 3 Tage, 2 Tage, alles in Ordnung. Ja. Das Problem ist hier, und ihr werdet es sehen, Total Charts. Dieser Kunde hat 83 Charts am Laufen. Ja.
und sechs verschiedene Instrumente. Ja, und da sind jetzt da die Module und die Smart Homes und alles andere, was es so halt gibt, ist da noch nicht einmal mitgerechnet. Das, was ich damit sagen möchte, ist 83 Charts. Irgendwann ist bei jedem Rechner Schluss. Ja, und wir limitieren aber unsere Kunden nicht und sagen, ihr könnt nur 20 Charts aufmachen oder so. Also wir limitieren hier nichts. Die Sache ist diese, man kann es halt auch immer ein wenig übertreiben. Diese 83 Charts rechnen alles simultan, die Indikatoren rechnen simultan, etwaige Alarme, die gesetzt werden, rechnen simultan. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen funktionieren, der einen sehr starken Rechner hat, aber wenn man dann News hat, ein dickes Open hat, wo wirklich auf einem Sitz dann eine erhöhte Datenmenge durchrauscht, multipliziert sich das natürlich hier in dem Fall mit 83. Und es kann bei manchen zu Problemen führen. Ja, das heißt nicht, dass es muss, aber es kann. Das wollte ich jetzt nur mal vorab schicken, weil es sehr aktuell war heute und ich immer wieder Workspaces einsehe, die extrem viele Charts offen haben oder eben die andere Seite ist, extrem viel Historie geladen haben. Wir haben auch Workspaces, das sind 4.000 bis 5.000 Tage Historie hinterlegt und der Rechner ist unter Umständen ein etwas schwächerer mit nur 8 GB RAM. Und das kann zu Problemen führen und wie gesagt, Atlas zeigt das beim Login mit dem gelben Dreieck, dass man zumindest einmal nachschauen soll, was ist da los. Sollte zu viel Historie geladen sein, gibt es hier unten ein Feld, das ist in dem Fall nicht so, Fix Workspace. Das kann man dann klicken und dann stellt Atlas die historischen Tage so zurück, dass man den zumindest laden kann. Ja, also aufpassen hier. Das sind keine normalen Daten. Das ist nicht nur Open, Close, High, Low pro Candle. Das ist wirklich pro Tick. Jeder Volumenwert wird da geladen und die Datenmenge ist erheblich höher als wie ohne. Das wollte ich nur vorab mal schicken, dass man sich dessen immer bewusst sein sollte. Was kann der Rechner, was gibt er her? Und wenn man dann wirklich übertreibt und man kriegt Probleme, muss man halt eben den Workspace etwas reduzieren. Gut, das wäre mal das. Ich starte Atlas ganz normal und werde vorab gleich zwei Fragen beantworten, die in die gleiche Kerbe schlagen. Das erste ist, wie verbindet man den MetaTrader von FX Flat mit Atlas? Und die zweite Frage ist, wie verbindet man die Trader Workstation mit Atlas? Ich werde da ganz kurz drüber streuen, ja, und das kurz zeigen. Also grundsätzlich, wenn man mit MetaTrader arbeitet, installiert man den MetaTrader, wie er von FX Flat geliefert wird, ja. Und dann baut man, dann muss der MetaTrader laufen. Und dann baut man über dieses Datenfeed-Verbindungspanel eben die Verbindung zum MetaTrader her. Ja. Fügt die hinzu. Hinzufügen. MT5-Konto. Dann wählt man hier FX Flat. Ja. Und installiert die Expert Advisors. Das ist ganz wichtig. Ja, man muss diese installieren. Die hat man dann im MetaTrader Expert Advisor Folder drinnen. Braucht die nur auf einen laufenden Future Chart zu schieben und die Sache ist erledigt. Dann schickt der MetaTrader die Daten direkt in Atlas rein. Ja, die zweite Frage betrifft eben auch FX Flat mit der Trader Workstation. Nelson, die ist bei euch Programm, stimmt's? Ich hoffe. Hierzu muss man in der TWS bestimmte Einstellungen vornehmen. Ja, hier mal kurz das Screenshot. Man kommt über die Wissensdatenbank hier hin und zeige ich euch auch schnell. So. Ist Interactive Brokers TWS, gibt es auch als FX Flat, so viel ich weiß, gibt es nicht. Interactive Brokers, im Prinzip braucht man den nur hinzufügen. Ja. Und die Beschreibung findet man eben immer hier. Dann kommt man direkt in die Wissensdatenbank, wo dann die Beschreibung drinnen ist, wie man was in der TWS konfigurieren muss.
Ganz wichtig hier ist zu sagen, dass eben der Port, der in Atlas angegeben ist und der Port, der hier in der TWS hinterlegt ist, der gleiche ist. Dann kann eben die TWS mit Atlas kommunizieren und die Sache ist erledigt. Ja, funktioniert einwandfrei. Der Vorteil ist natürlich dieser, man hat immer ein Backup-System. Ja, man kann im MetaTrader seine Order verwalten, man kann in der TWS seine Order verwalten. Sollte nichts schief gehen. Das war vorab eben die Frage, wie man FX Flat-Konten mit Atlas verbindet. Gut, dann würde ich sagen, wir starten, bevor wir den Workspace basteln, noch zu den neuen Funktionen und möchte da kurz was zeigen. Ja. Den einen oder anderen ist es bestimmt schon aufgefallen, wir haben in Atlas die komplette Logik und die komplette Bedienung der Zeichenelemente verändert. Also wenn man hier horizontale Linien zeichnet, ein Viereck zeichnet und so weiter und so fort. Früher war es eben so, dass alles, was man mit der Maus markiert, markiert bleibt. Ja, und dann sich versehentlich gewisse Linien gelöscht hat und so weiter und so fort. Wir haben das so weit geändert, dass man, wenn man jetzt mit der Maus über ein Zeichenobjekt fährt, wird das vorselektiert. Ja, und wenn man es dann anwählt, ist es wirklich selektiert. Und mit der Steuerungstaste und nur mit der Steuerungstaste kann man eben andere Elemente mit markieren. Das war früher nicht so. Früher hat sich alles automatisch dazu markiert. Und es sind halt Fehler entstanden, wenn man was löscht, dass man was versehentlich mitgelöscht hat. Also jetzt ist es so, mit der Steuerungstaste kann man eben die Zeichenobjekte miteinander auswählen. Ja, mit einem einfachen Klick am Chart ist alles deselektiert. Und wenn man mit der Maus drüber hovert, dann sieht man eben die Auswahl. Wer das alte System lieber hat, ja, der hat noch immer die Möglichkeit hier unten, die auf das alte System wieder zurückzustellen. Ja, diese Möglichkeit gibt es. Wenn wer sagt, mir hat das früher so gut gefallen, ich brauche das, wie es früher war, der kann das hiermit zurückstellen. Ich empfehle das neue System, das ist einfach gängig und das ist einfach, das hat sich mit den Jahren so entwickelt. Das ist im Prinzip überall so, dass man eben mit gewissen Tastenkombinationen mehrere Selektionen macht und diese eben auch löschen. Steuerung Z rückgängig deselektieren, dass das alles von der Hand geht und schneller geht. Und weil wir eben gerade dabei sind und es ein großer Kundenwunsch war, beziehungsweise auch ein bisschen ein Problem von der Plattform war, wenn man jetzt mehrere Charts hat und man hat hier einen Chartverbund oder auch Einzelcharts, hat man immer das Problem gehabt, einen Chart in den Fullscreen-Modus zu bringen. Ja, dieses Feature habe ich hier auf der Alpha, das wird in Zukunft, ich glaube, diese oder nächste Woche ausgerollt. Es ist im Prinzip so, ein Doppelklick am Chart macht den Chart jetzt Fullscreen, ein erneuter Doppelklick fügt ihn wieder rein in den Verbund und ihr habt das gleiche hier, Fullscreen im Dropdown-Menü und hier eben auch ein Fullscreen Icon. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, einfach mit einem Doppelklick die Charts groß machen, mit einem erneuten Doppelklick den Chart wieder klein machen. Vor allem, wenn man mehrere Charts hat. Früher hat man eben kompliziert den Chart aus dem Verbund reißen müssen, Fullscreen gehen können, wieder klein machen müssen und wieder in den Verbund stopfen müssen. Das hat sich hiermit erledigt und ist ganz easy mit Doppelklick zu machen. Ja. Das ist das eine, was eben jetzt kommt an Funktionen. Und ich weiß nicht, ob ich es voriges Mal schon gezeigt habe. Im Smart DOM haben wir mittlerweile das, was ich angekündigt habe, auch dabei. Wir haben hier neue Module. Und zwar, das ist eben ein klassischer Smart DOM. Wir haben jetzt die Möglichkeit, im Smart DOM nicht nur das Volumen anzuzeigen, sondern auch das Delta. Ja, das war auch ein Wunsch, der vor einigen Wochen eingegangen ist, haben wir mittlerweile realisiert. Jetzt könnt ihr eben im Smart DOM auch das Delta sehen. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben die Bid- und die Ask-Seite in Wirklichkeit haben wir dann noch einmal vereinfacht und zusammengeführt. Jetzt haben wir da die Bid-Ask-Ladder. Ich schmeiße mal das andere raus. Bid und Ask.
wir haben jetzt im Prinzip beide Seiten in einer Spalte, damit man das noch kompakter realisieren kann, das Ganze. Und was wir noch gemacht haben, ist eben, dass hier dazu passt, die Changes, das heißt, das Pooling und Stacking, was hier passiert, kann man jetzt nicht nur Ask oder Bid, sondern kann man auf beide Seiten anwählen. Und somit hat man hier im Prinzip alle Informationen, was das Orderbuch betrifft, hat man dann sehr kompakt zusammengefasst in das ganze System. Was hier noch kommen wird, das kann ich gleich sagen, ist eben in den Changes werden wir jetzt einen Filter und einen Alarm hinterlegen. Das heißt, wenn man irgendwo in ein Level kommt und der wird hoch verteidigt, kann man zum Beispiel sagen, wenn wer 500 Kontrakte aufgeladen hat, dann kriegt man einen Alarm. Oder wenn wer 500 Kontrakte abgezogen hat, kriegt man einen Alarm. Das kommt hier noch dazu in dieser Spalte. Und was wir hier noch machen, das ist eben die Current Rates. Die werden wir auch noch filtern lassen können. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, dass man in DOM wirklich so herrichtet, dass man sagt, ich möchte alles sehen oder ich möchte eigentlich nur Trades sehen, größere Trades sehen zu gewissen Levels. Somit ist man noch flexibler im DOM und kann sich das eben je nach Belieben einrichten. Und es kommt noch einiges dazu. Also die Kollegen sind jetzt mittlerweile wirklich im Development vom Market Replay. Das wird auch, ich hoffe, Anfang nächsten Jahres für alle Kunden frei zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr im Prinzip bestimmte Marktphasen oder bestimmtes Open oder whatever dann wirklich trainieren und sich anschauen. Das ist das, was in der Pipeline ist. Der eine oder andere Indikator und Funktionen sind auch in der Pipeline. Also es kommt ständig Neues dazu. Und weil ich es danach lese, kann man Zeichenobjekte sperren oder ausblenden. Es ist im Moment noch nicht möglich, ja, aber das kommt, ja. Das ist im Zuge des Komplettumbaus der Zeichenobjekte. Jetzt werden wir die Möglichkeit haben, gewisse Objekte sowieso zu sperren, dass die nicht mehr auswählbar sind. Man kann das Ganze dann eben in der Objektliste machen. Ja, dann hat man hier die Möglichkeit, dass man gewisse Sachen einfach raussperrt und auch ausblendet, ohne dass man sie löscht. Also da sind die Kollegen auch dran und das wird auch kommen. Gut, noch weitere Fragen. Wieso sehe ich kein Open Interest? Da ist halt die Frage, welches Open Interest? Wir reden hier von zwei verschiedenen Arten des Open Interest. Ich gehe davon aus, dass der Kollege das Smart Tape meint. Also es gibt in Atlas einen Open Interest Indikator und es gibt im Smart Tape das Open Interest. Und 99% von euch werden hier nichts sehen. Das hat diesen Grund, weil das Intraday Open Interest für jede Ausführung und für jeden Trade nur die russische Börse liefert, was sehr schade ist. Ich hätte es auch gern auf allen Börsen. Die Russen haben den Vorteil, dass die auf ihrer Börse sehen, ob wer Positionen aufmacht oder schließt und das in Echtzeit. Das haben wir leider nicht. Nachdem die Software Atlas auch für die russische Börse geht, haben wir hier eben das Open Interest. Und es gibt auch eben den Indikator des Open Interest. Nicht zu verwechseln mit dem COD-Daten Open Interest. Ja, da gibt es eben diesen Indikator. Der könnte jetzt hier, wenn ich auf einer russischen Börse wäre, mit einem russischen Instrument auch das Open Interest in jeder Kerze zeigen. Und deswegen sieht man das Open Interest nicht. Dann kann ich das jetzt hoffentlich auch abschließen. Das ist erledigt, das ist auch erledigt. Wie resettet man den Paper Trading Account? Das machen wir auch noch geschwind durch, dann haben wir es auch erledigt. Jeder von euch hat einen unlimitierten Paper Trading Account in Atlas. Ja. Um den hinzuzufügen, Atlas SIM suchen, einfach auf Hinzufügen drücken und man hat seinen Paper Trading Account.
Und der ist immer bestückt mit 100.000. Ja. Und wenn man dann etwas getestet hat oder unter Umständen übertrieben hat, ist das Konto leer. Und dann braucht man nur mit der rechten Maustaste hier draufklicken und Reset Account drücken. Dann ist es wieder auf 100.000 aufgefüllt und man kann wieder trainieren. In eigener Sache, wir haben gestern wieder eben mit diesem Atlas SIM Server technische Wartungen gehabt und Probleme gehabt. Das heißt, es kann hin und wieder passieren, dass hier keine Trades geöffnet werden können oder nicht geschlossen werden können. Wir haben die letzten Probleme, glaube ich, vor 6 Monaten gehabt. Jetzt haben sie irgendwas am Server getauscht gestern. Und gestern war es für 2 Stunden nicht möglich, Positionen zu öffnen oder zu schließen. Das liegt aber am Atlas SIM Server. Das ist, wie gesagt, eine synthetische Umgebung für euch, dass ihr Sachen testen könnt, ohne dass ihr euer Konto vernichtet. Ja, das ist ein zusätzliches Service, was wir haben. Und die vorletzte Frage, die ich hier habe: Wo finde ich Logs und Workspaces auf der Festplatte? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Grundsätzlich ist es so, Moment, ich muss das hier öffnen. So. Auf eurem PC ist eine Atlas-Installation. Die besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil ist der Programmteil, der ist eben auf Programme installiert. Also auf Programme und Atlas. Und der zweite Teil ist unter Dokumente, also Username, Dokumente, Atlas. Und in diesem Ordner sind eben die Unterordner drinnen. Hier sieht man die Workspaces alle, die werden hier abgelegt. Hier kann man die Custom Indicators, die selber programmierten, ablegen, dass sie auch in Atlas gefunden werden. Und hier gibt es eben auch diesen Log-Ordner. Und hier sind eben sämtliche Log-Dateien, die sind so benannt, eben nach Datum. Ja, und so eine Logdatei, ich kann sie kurz öffnen, so eine Logdatei zeichnet alles auf, was relevant ist für den Support. Ja, also wenn es wirklich Probleme gibt, wird der Support wahrscheinlich fragen, ich hätte gern die Logdatei. Da wird jeder Mausklick, jedes geladene Modul wird hier aufgezeichnet und die Experten können sich das dann anschauen. Für die Logdateien selber hat man auch noch die Möglichkeit, hier unter Logs sich anzuschauen, was sowieso jetzt in der Session passiert, seit ich Atlas gestartet habe. Und wenn ich in den Log-Folder möchte, brauche ich das nicht so kompliziert machen, wie ich das gezeigt habe, sondern drückt man hier auf den Button und es geht direkt der Log-Folder auf, wo eben die Logs hinterlegt werden. Und wenn man eines zurückgeht, kommt man eben zu den Indikatoren, zu den Strategien, zu den Templates, zu den Workspaces. Ja, also das findet man alles hier auf der Festplatte zusätzlich auch noch einmal. So, das hätte ich jetzt alles abgearbeitet. Es ist noch eine Frage reinkommen. Vom Klaus: Gibt es mittlerweile eine Hotkey-Funktion für Break-Even? Noch nicht, kommt aber. Hallo Michael, bei meiner Atlas-Version wird der Login nicht mehr vorgeschlagen. Wie kann ich das Mail und das Passwort wieder eingeblendet bekommen? Ja, wenn das nicht mehr drinnen steht, dann kriegt man es auch nicht mehr rein. Dann muss man das einmal aus seinen Dokumenten eben eintippen und dann auf Speichern drücken und dann bleibt das gespeichert. Ich weiß nicht, wieso das nicht mehr drinnen ist bei dir. Ja, also das muss man dann noch einmal eingeben, sonst hat man keine Chance. Gut, ich habe jetzt hoffentlich vorab alles einmal beantwortet. Wenn ihr Fragen zwischendrin habt, bitte jederzeit einstellen. Gut, und wir bauen uns jetzt im Prinzip einen kleinen FDAX Workspace auf diesen kleinen Monitor hin. Ja, ich werde für das grundsätzlich einige Charts hinzufügen und wir fangen gleich mal an damit. Und werden auch verschiedene Layouts verwenden. Was mache ich hier? Ich habe hier jetzt davor aber mal den Chart geklont, weil ich werde hier mindestens 2 Charts brauchen. Die stelle ich nebeneinander und möchte hier eben etwas übergeordneten Stundenchart sehen. Und hier auf dieser Seite möchte ich von mir aus den 5-Minuten-Chart sehen. Gut, jetzt sind wir mittlerweile schon dort angekommen, wo die meisten sind. Wir haben ein Problem mit der Größe des kleinen Monitors. Ja, ich habe hier auch einen kleinen Monitor, den verwende ich für die Webinare. Und aus diesem Grund müssen wir uns im Prinzip ein Layout erstellen.
Ja, und sagen dann, wir machen verschiedene Layouts. Wir können machen eine Marktübersicht zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, das Ganze, den Aufbau, das ich hier mache, ist eher zur Funktionszeigung und nicht, um wirklich jetzt eine Strategie und einen Trading Desk herzustellen. Ja, machen wir eine Marktübersicht und dann haben wir eben von mir aus machen wir das Entry Layout. Und dann hat man im Prinzip hier diesen Layout-Button, wo ich schon meine Layouts switchen kann. Zu Übungszwecken machen wir noch was und machen News und Infos. Gut, dann haben wir alle drei. Also hier kann man eben diese Layouts grundsätzlich mal hinzufügen, umbenennen, verschieben, ja, und hat die dann hier eben in diesem Layout-Selektor. Diesen Layout-Selektor werden wir anpinnen, dass er immer im Vordergrund ist. Das heißt, auch wenn ein Chart geladen wird, das Fenster geht nie in den Hintergrund. Dieser Funktion pinne ich das an. Gut, für die Marktübersicht nehmen wir jetzt hier, wir sind jetzt in der Marktübersicht-Layout, nehmen wir hierher von mir aus Daily Chart. Genau. Und haben hier eben den Stundenchart für das Hinzufügen von Indikatoren, eben ganz normal Indikatoren öffnen. Ich mache heute gerne einen Standard-EMA hinzu. Das Ganze von mir aus mit 200, dass wir unsere 200-Tage-Linie haben und machen das. Ich habe es halt gern gelb und ein bisschen dicker. Die Linienbreite. So, und hier im Stundenchart schauen wir mal, hier können wir den VWAP bzw. DWAP hinzufügen. Ich mache das halt gerne so, dass wir hier ab die Standardabweichungen wegtun. Die brauche ich nicht. Kann man hier in jedes Zeichenobjekt rein und kann man eben das ganze Ding ausblenden und dann nur mehr die Sachen haben, die man eben braucht. Dann machen wir von mir aus auch gelb und ein wenig dicker. Gut, ich arbeite sowieso gern mit dunklen Screens. Das werden wir auch gleich ändern. Dann geht man hier auf Settings. Hier im Hintergrundbereich hat man eben die Möglichkeit, eine normale Farbe zu nehmen. Man hat aber auch die Möglichkeit, Verläufe zu machen. Ja, ihr kennt das. Man kann hier, also ich bin eher der Freund von schwarz oder dunkelgrauen Screens. Ich brauche diese Linien nicht. Und meiner Meinung nach ist das für das Auge viel angenehmer als diese weißen Charts. Gut, machen wir das hier auch noch schnell. So, zack, zack. Hier hat man auch zusätzlich noch die Möglichkeit, dass man eben die Preis- und die Zeitskala auch ändert. Können wir schnell hier machen. Die Achsenhintergrundfarbe machen wir dunkel und den Text machen wir weiß, damit man gut lesen kann. Das ist halt alles, was man in den Settings so einstellen kann. Ja. So, dunkel. Weiß und dann schaut das schon etwas angenehmer aus fürs Auge. Gut, das wäre jetzt im Prinzip so unser Marktübersichtschart, nennen wir es einmal so. Ja. Wir können hier noch am Stundenchart nehmen wir noch das Volumen mit rein, normales Volumenindikator. Da zeige ich euch dann auch was viele nicht wissen. Gut, wir haben jetzt hier unten Standardvolumen pro Candle. Also hier wird das Volumen pro Stunde abgetragen. Was wir hier auch machen können und was auch manchmal interessant sein kann, ja, ist, wir können auch diese filtern. Das heißt, wir können uns immer sagen lassen, wenn zum Beispiel mehr als 10.000 gehandelt werden in der Stunde, dann sollte uns das markieren. Ja. Also das ist auch möglich und die Filterfarbe. Was wir hier haben. Machen wir wieder gelb, damit es schön rausschreit. Ja, das heißt,
Ich kann mir hier natürlich große Volumen in dem Bereich auch raussuchen lassen und kann so unter Umständen Stopping Volumes und so weiter finden. Ja. Also das ist eines und manche kennen es von euch. Die haben hier unten einen kleinen Durchschnitt drin. Das kann man auch noch hinzufügen. Dann machen wir eine Moving Average, die kommt zuerst auf den Chart, aber wir wollen ja den nicht in Chart haben. Wir hätten den gerne eben in dem Panel 1 unten. Also das Volumen ist unser Panel 1. Das ist hier definiert. Und wir möchten jetzt da die Moving Average auch in dem Panel 1 haben. Ja. Und somit haben wir das dann da drinnen. Ja. Und somit kann man dann auch sich seine gleitenden Durchschnitte in das Volumen reinholen. So lassen sich einige Indikatoren in Atlas lassen sich ebenso kombinieren, gleich wie mit dem Delta. Ich weiß nicht, ob es das. Wir machen das im Entry Layout. Ich klone jetzt einfach der Einfachheit halber mal dieses Fenster. Ja. Und ich möchte diesen Chart jetzt eben schon im Entry Layout haben, weil ich ihn dort verändern möchte. Ja, dann gehe ich im Prinzip her und habe hier meine Layouts schon, die ich angelegt habe. Die Marktübersicht, Entry Layout, News und Infos. Und hier kann ich im Prinzip dieses Fenster jetzt aus diesem Layout rüberschieben von Marktübersicht in das Entry Layout. Dann verschwindet es hier. Und wenn ich auf Entry Layout switche, ist eben dieser Chart hier. Dann gehen wir einfach runter auf 5 Minuten das Ganze. Und ich zeige euch noch, wie man eben zum Beispiel Delta-Indikatoren kombinieren kann und sich daraus dann ein Tool basteln kann. Ja. Das heißt, für diese Aufgabe nehmen wir 2 Delta-Indikatoren her, ja, und machen aus diesen 2 Delta-Indikatoren einen. Und dieser eine Delta-Indikator soll mir dann eben eine Divergenz zeigen. Das heißt, wenn der Preis und das Delta divergiert, ist im Prinzip ganz einfach. Wir werden das in Histogrammart machen. Ja. So, jetzt hat sich noch nichts geändert. Jetzt haben wir noch immer zweimal denselben Indikator drin. Ja. Aber jetzt wird es interessant. Ich möchte jetzt beim oberen sehen, wenn die Candle bullish ist, aber das Delta negativ. Und beim unteren möchte ich sehen, wenn die Candle negativ ist und das Delta positiv. So, jetzt habe ich 2 Indikatoren, die mir eigentlich immer die Divergenz zeigen. Ja. Das heißt, der Preis geht nach oben, aber wir haben ein negatives Delta. Und ich hätte eben diese 2 Indikatoren gern in einem Indikator. Ja, das heißt, der untere ist Panel 2, der obere ist Panel 3. Ich stopfe den vom Panel 3 ins Panel 1 oder ins Panel 2. Und ich habe hier im Prinzip aus meinen 2 Indikatoren einen Indikator gemacht, der was mir jetzt nur zeigt, wann irgendwo das Delta und der Preis zum Driften beginnt. Man kann das dann natürlich noch ein bisschen verfeinern, je nach Instrument, dass man das ganze Rauschen, das man da drinnen hat, pardon, das ganze Rauschen rausbringt. Dann kann man natürlich dann hergehen auch noch und sagen, okay, wir haben hier jetzt da eben Delta, aber das ist minimales Delta. Ich möchte das gefiltert haben. Ja. Ich möchte jetzt unter Umständen, so, machen wir das mal so, filtern wir das einigermaßen hin, ein Filter von 40 gesetzt. Das heißt, das Delta muss 40 oder überschreiten. Dann habe ich eben nur die größeren Divergenzen rausgeholt und ich sehe eben, das sind halt Sachen, die man nicht brauchen kann. Ja. Aber wenn wirklich die Candle Gas gibt und trotzdem negatives Delta da war, dann ist das schon ein gutes Zeichen. Ja. Dann sieht man dann schon, was abgeht. Und für unseren Entry Chart, jetzt haben wir im Entry Layout, also das ist das Marktübersicht Layout, das Entry Layout, da werden wir uns jetzt da noch was hinzufügen. Ja. Von mir aus nehmen wir hier einen Smart Dome für den FDAX. Ja. Dann hole ich hier rüber. Und wir werden hier, dass ihr es auch gesehen habt, es sind ja viele Leute dabei, die sind neu. Gibt es hier in den Settings genauso diese Templates, die man laden kann und sich anschauen kann. Wir laden einfach einmal eines.
So, wir laden das und das können wir ja modifizieren, so wie wir es brauchen. Ne? Und damit, dann nehmen wir gleich die neuen Funktionen her. Dann nehmen wir die Funktionen her, die BidAskLeather. Ja? Die schieben wir mit den Up nach vorne. Ja? So hin. Dann schmeißen wir im Prinzip die Bits und die Asks raus. Das Histogramm brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir sowieso Volumenprofile hinzufügen werden. Und wir werden diese Depth Changes genauso hinzufügen auf beiden Seiten. Ja, also both, auto clear, gut ist. Ihr seht hier, es sind hier Dezimalzahlen drinnen. Die kriegt man raus, indem man hier die Nachkommastellen für die Future-Märkte auf 0 stellt. Das ist hier in den erweiterten Einstellungen drinnen. Je nachdem, wenn man Kryptos handelt oder so, braucht man eben jede Menge Dezimalstellen. Die brauchen wir hier nicht. Was können wir hier noch tun? Wir können hier genauso wieder hergehen und einen Filter setzen. Wir sind jetzt am FDAX. FDAX ist seit Jahr und Tag so 30, so eine magische Zahl. Variiert natürlich immer ein bisschen. Und die stellen wir gelb ein. Was passiert bei diesem Filter, wenn ich denn, ich tue ihn testweise jetzt mal runterstellen auf 20, haben wir wo 20? 20, 20. Histogramm-Modus braucht man nicht. Zu Testzwecken auf 15. Was macht er jetzt? Er markiert mir im Prinzip im DOM automatisch, sind irgendwo mehr wie 15 Kontrakte auf Ask oder auf Bit. So. Haben wir das schon. Im Prinzip haben wir jetzt einen sehr reduzierten Dom. Ja, den Preis können wir uns auch noch ganz links setzen. Und man kann sich das jetzt natürlich auch farblich anpassen, wie man es möchte. Ja, und wenn man das Dom-Modul dann fertig konfiguriert hat, so wie man es braucht, dann kann man das natürlich auch wieder hier in den Chart legen. Und man hat schon wieder ein bisschen mehr Information für seinen Entry-Chart. Ja. Was natürlich auch manchmal toll ist, wenn man es hat, ist ein Smart Tape und dann kriegen wir dann eh schon Probleme hier mit unserem kleinen Monitor. Aber für das machen wir das ja mit Layouts. Ja, und die Smart Tapes werden wir auch jetzt noch schnell bearbeiten. Wir werden einmal die Spalten rausschmeißen, die wir nicht brauchen. Wir brauchen die Speed-Indikation nicht, das Open Interest sehen wir nicht, den Durchschnittspreis, die Größen, Bid Ask, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So, jetzt bleibt im Prinzip die Zeit, der Preis und das Volumen übrig, mit dem können wir leben. Und dann haben wir natürlich auch gleich wieder mehr Platz. Und das können wir genauso verschieben und reinhauen in die ganze Sache. So, haben wir das auch hier rein. Zack. So, und jetzt habe ich mal im Prinzip ein schönes Entry-Layout gebastelt, wenn ich zum Beispiel zuerst meine Marktübersicht mache, ja, mir meine Whatever hergehe zum Beispiel. Hier habe ich meine Analyse gemacht, ich mache hier meinen Level rein, ja, dann kann ich mir den Level nehmen mit Steuerung C, ja, gehe hier rüber rein, ja, mache Steuerung V und habe hier meine Levels drinnen. Und habe die Sachen dann automatisch in meinem Entry-Layout. Ja. Also je nach Analyse, wie man es macht, kann man sich eben dann die Zeichenobjekte hin und her kopieren. Was es in Zukunft geben wird, ist es eine automatische Übertragung in andere Charts. Das heißt, man hat 4 oder 5 FDAX-Charts offen und möchte eben die eingezeichneten Dinge automatisch in den anderen Chart haben. Das lässt sich dann anwählen und dann hat man eben, dann braucht man sich das nicht kopieren. Ja, wie gesagt, Steuerung C, Steuerung V und das Ding ist dort, wo es sein sollte. Ja, so, die Marktübersicht, eben Entry Layout und das wäre das halt für dieses Layout. Und dann haben wir noch ein drittes Layout, das ist noch leer. Da können wir hergehen und was macht man da rein? Eine Watchlist. Ja. Machen wir eine Watchlist mit ein paar Instrumenten. Hier könnte man sich zum Beispiel eine Watchlist machen mit Bonds und Indexes, damit man sieht, sind wir Risk on, Risk off zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, was man hier machen kann.
Man kann sich hier auch noch hinzufügen, ich hoffe, das geht in der Alpha, das News Panel. Ja, hier kann man sich eben verschiedene News-Anbieter, die auf Webseiten den RSS-Feed zur Verfügung stellt, eben hier reinbringen und hat dann auch die News. Das war News und Infos. Und man könnte sich hier auch noch, wenn man Alarme verwendet, hier seine Alarmzentrale hinlegen. Das werden wir machen. Und wie machen wir das? Am geschicktesten. Lass mich überlegen. Wir werden noch einen kurzen, ja, wir werden noch einen Chart hinzufügen hier. Einen kleinen Moment. So. Machen wir noch ein ES dazu. Und damit ihr das gesehen habt, aus diesen ES machen wir jetzt einfach einmal. Machen wir Mountain Chart zum Beispiel. Gut, neben diesem Mountain Chart machen wir die Watchlist hin. Und da werden wir den hier unten hinlegen. Und das werden wir hier unten hinlegen. Machen wir das groß. So. Dann gruppieren wir die Watchlist mit diesem Chart. Machen beides rot. Von mir aus. So. Hier haben wir natürlich keine Alarme drin, aber hier könnten wir dann sagen, im Endeffekt, aus welchem Layout, bei welchem Instrument kommt welcher Alarm und dann kann man direkt hinspringen. So. Und hier haben wir dann auch die Möglichkeit, direkt zu anderen Charts zu springen. Man kann sich hier auch anzeigen lassen, zusätzlich noch, ich zeige ein paar Indikatoren her, der Daily Change zum Beispiel, ja, dass man sich hier die Prozent oder eben, wer es gern hat, in Ticks, ja, wie viele Ticks das Instrument gelaufen ist schon, dass man das eben so, das sind eben so ein paar Funktionen, die kann man gut kombinieren und es ist für jeden, glaube ich, was dabei, das, was er da mitnehmen kann, ja, grundsätzlich. Und ja, hier macht es zum Beispiel auch Sinn, dass man sagt, fürs Auge, ja, das so hat, zum Beispiel. Ja, und hier kann man sich dann im Prinzip seine Watchlist durchschauen, kann schauen, was ist an den Märkten los, kann die News lesen, die reinkommen, ja, je nachdem, ob man das tut, und hat hier seine Alarme. Und in Wirklichkeit hat man dann hier eben den Layout Selector und kann eben, wenn man nur einen Monitor hat, eben sich verschiedene Sachen eben anzeigen lassen. Und das wäre jetzt eigentlich der Sinn der Übung gewesen, dass man hier ein bisschen sieht, was hier Sache ist. Und wie gesagt, die neue Funktion mit Doppelklick könnte man sich den Chart auch groß machen. So, es sind wieder einige Fragen reingekommen. Wow. Gut, kleinen Moment. Ob man die Reihenfolge in der Watchlist ändern kann? Noch nicht. Ja. Sollte noch nicht gehen. Nee, geht noch nicht. Aber es wird dann im Endeffekt dieser Button mit Up, Down oder nach oben, nach unten. Dann kann man sich diese hier anstellen. Man kann dann auch in Zukunft hier Leerzeilen einfügen und sich Überschriften generieren, dass man dann eben gewisse sich Sachen machen kann. Die Watchlist an sich selbst, die ist sowieso sehr alpha, sagen wir es einmal so. Hier fehlen noch einige Sachen, die dazukommen. Ja. Hier fehlen noch einige Sachen. Hier fehlen Informationen. Hier fehlt genauso in Prozent, wie viel das Instrument gestiegen oder gefallen ist. Also hier gibt es sicher noch 10 bis 15 weitere Reiter, die hinzukommen. Und das wird schrittweise, wird das jetzt ausgerollt. Also von dem her wäre das jetzt im Prinzip so der kleine Workspace, den man sich herrichten kann. Was man noch machen kann, man kann sich das ja noch weiter verschachteln. Ich zeige euch das noch schnell. Wie gesagt, das war ein großes Anliegen, dass eben die Kunden
auch mit einem kleinen Monitor oder nur mit einem Monitor so viel wie möglich machen können. Ja, ich mache da jetzt im Prinzip nur schnell auf meinem anderen Monitor mehrere Charts auf. So, haben wir noch einen Chart und noch einen Chart. Was man hier machen kann noch, ist zusätzlich hier in der Mitte reinlegen den Chart. Ja. Dann hat man im Prinzip in diesem verschachtelten Chart hier nochmal die Möglichkeit, verschachtelte Charts hinzuzufügen. Ne? Man kann hier auch eine Watchlist einfügen, Smart Tape einfügen, machen Smart Tape auch nochmal dazu. Also man kann hier doch sich recht schöne Workspaces bauen, ohne eben fünf, sechs Monitore zu haben. Ja. Von dem her. Und das ist eigentlich das Ganze, um was es geht. Ich mache das jetzt mal klein, weil jetzt haben wir im Prinzip den Workspace erstellt und naja, man kriegt einen neuen Computer oder möchte den Workspace einen Kollegen schicken, whatever. Man muss ja mit dem ganzen Zeug verfahren können, auch am Anfang des Webinars habe ich gezeigt, wo das hinterlegt und gespeichert wird. Und hier in Wirklichkeit bei Einstellungen und Workspaces, hier spielt sich die ganze Verwaltung ab. Ja, also nochmal zur Wiederholung. Das Ganze ist jetzt ein Workspace, was wir angelegt haben mit den verschiedenen Charts, Indikatoren, hier mit den verschiedenen Layouts. Und dieser Workspace lässt sich speichern. Aber es lassen sich in Atlas natürlich unendlich viele Workspaces für die unendlich verschiedenen Anwendungsgebiete speichern und erstellen. Ja, und die lassen sich eben hier unter Workspaces verwalten. Wir haben jetzt einen Workspace hergerichtet. Ja, und den möchte ich jetzt bei mir hinzufügen. Wir nennen den jetzt Webinar. Ja, und jetzt machen wir im Prinzip aus unserem gespeicherten Workspace, den wir gerade gehabt haben, das arbeitet jetzt gerade, macht einen Workspace. So, was ist jetzt passiert? Er lädt jetzt diesen Workspace, den wir jetzt gerade erstellt haben, noch einmal durch. Und jetzt dürften wir den hier in Webinar haben. Und hier können wir den dann speichern, löschen, umbenennen, duplizieren, editieren. Wir haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, dass man eben genau das, was wir jetzt gerade erstellt haben, hier im Prinzip bearbeiten können. Ja. Also, da kann man wieder alles machen mit den ganzen Charts und so weiter und so fort. Man kann dann eben, und das ist jetzt das Wichtige, exportieren in eine Datei. Ja, dann ist das eine Workspace-Datei und man kann sich auch, wenn man welche bekommt, hier importieren und die tauchen dann hier eben in dieser Liste auf. Und befinden tun sich diese als Datei dort, wo ich am Anfang des Webinars gezeigt habe, unter Dokumente, Atlas, Workspaces. Dort werden diese Dateien dann abgelegt. Man kann es natürlich auch auf dem Desktop exportieren, aber dort werden sie normalerweise zusätzlich abgelegt. Ja. Der Einstellungsbutton ist eben für diese Layouts, die wir gemacht haben. Also was wir hier gehabt haben unter Entry Chart, Übersichtschart und News. Hier kann man sich eben diesen dann weiterhin erweitern, hinzufügen, löschen und so weiter und so fort. Ja, das macht man hier in den Layout-Einstellungen. Gut, gibt es noch Fragen? Michael, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du die Fragen von Michael um 17:57 Uhr gesehen hattest. Oh, das war vor dem Webinar, warte mal kurz. Oh, eine lange Frage. Einige. Einen kleinen Moment. Okay. Das ist eine Frage, die ich wahrscheinlich hier nicht beantworten kann. Michael hat den Orderflow-Indikator, das Bid-Ask-Tape und das Smart-Tape offen und es werden hin und wieder die großen Orders nicht im Orderflow-Indikator angezeigt. Also hier machen wir das ganze Ding einmal auf.
zur Information der Order-Flow-Indikator stellt das Smart Tape im Chart dar. Das heißt, alles, was durch Smart Tape geht, wird hier eben dann angezeigt, ja, durch den Order-Flow-Indikator. Und ich hoffe, die Alpha-Version lässt mich da jetzt nicht im Stich. Und in Wirklichkeit macht er alles, was eben das Smart Dome, das Smart Tape im FDAX macht, in dem Fall hier. Das heißt, jeder Dot hier ist im Prinzip ein Print. Und jetzt haben wir eben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, was zu Differenzen führen kann. Man kann eben dieses Tape hier ist ein aggregiertes Tape. Das heißt, Atlas geht schon her und schaut mit einem Algorithmus drüber, welche Trades gehören zusammen. Hier eben diese 10 war eben der größere, der ist hier im Smart Tape auch unter 10. Und man kann eben dieses aggregierte Tape umstellen in die Rohdaten, sagen wir es jetzt einmal so. Das heißt, wo wirklich alles roh kommt, ohne dass Atlas mit dem Algorithmus drüber schaut. Das heißt, wir stellen das aus und dann sieht man die Rohdaten. Ja, das heißt, jetzt kann es natürlich sein, dass im Tape andere Größen kommen als wie im Order-Flow-Indikator. Ja, im Order-Flow-Indikator hast du ja auch die Möglichkeit, gewisse Filter und Einstellungen vorzunehmen. Ne? Und vor allem kann man die Small Trades und hier kann man die Filter noch rausholen. Das heißt, alles, was über 10 ist, wird als große Bubble gewertet. Combine Small Trades. Also da ist eben die Frage, ob man wirklich die gleiche Einstellung bei beiden Modulen hat. Wenn das wirklich der Fall ist und hier gibt es Abweichungen, bitte sofort ein Support-Ticket zu mir und wir schauen uns das in der Technik an. Kann ich mir nicht vorstellen, aber nichts ist unmöglich. Also wenn das wirklich der Fall sein sollte, Screenshot oder Video machen, dokumentieren und zu mir. Und ich habe was, was ich dem Techniker auf den Tisch klatschen kann. Ja, quasi. So viel zu dem, aber da geht es ja noch weiter. Zweite Frage verstehe ich nicht, aber ich werde das jetzt einfach mal so beantworten, wie ich es verstehe oder wie ich den Anfang gelesen habe. Ask Orders sind limitierte Orders. Das ist im Prinzip alles, was hier im Orderbuch vom FDAX, jetzt machen wir mal kurz den S&P 500 auf, da ist mehr los. So. Also alles, was hier oben ist, ja, sind Limit Orders, die hier im Markt sitzen und warten, bis sie abgeholt werden. Ja, und pro Preislevel natürlich viele verschiedene Limit Orders, die eben zusammen als Ganzes in dem Fall die Summe von 160 ergeben. Das heißt, es kann sein, dass das ein mittlerer, ein ganz kleiner, fünf kleine, ein großer und noch 16 verschiedene sind. Die sitzen hier alle dort. Und je nachdem, wann er diese Limit Order in den Markt gestellt hat. Also wenn er der Erste war, wird er als Erstes ausgeführt. Wenn er als Fünfter seine Limit Order hier dazu stellt, also wenn ich hier hergehe und sage, ich mache hier eine Limit, ja, und schmeiß mich in den Markt dazu rein, dann bin ich eben der 241. Das heißt, 240 Kontrakte müssen vor mir mal abgearbeitet werden, bis ich dran komme. Und wenn hier die Frage, die tut mir ein bisschen weh, weil ich sie nicht so wirklich beantworten kann. Wenn hier eben reingehandelt wird, hier musst du eben mit einer Market Buy Order diese Limits wegarbeiten. Und unten ist natürlich komplett gleich, nur eben mit einer Market Verkaufsorder. Das heißt, nur die Market Order bewegen das hier oben. Ja, aktiv. Passiv ist es natürlich so, jeder, der hier seine Limits dazustellt und abzieht, deswegen ändern sich hier auch die Zahlen. Ja, das ist, weil jemand seine Limit Order abzieht oder eben dazu stellt. Und hier gibt es eben sehr viele Schweinereien. Ja. Und man sieht auch hier recht schön am S&P 500, dass hier zum Teil ja wieder aufgefüllt wird. Ja. Man sieht es schön.
Hier wird ja teilweise verhindert, dass eben dieser komplette Level leer geräumt wird und ein Uptick kommt. Ja, und das ist halt sowas, was man in dem Depth Changes Modul vom Smart Dome relativ gut rausfiltern kann. Ja, man kann dann wirklich schauen, gibt es Preislevels, wo wirklich immer wieder draufgeladen wird. Und dann entsteht auch, weil dann können wir den Connex zurückmachen zu unserem Delta Divergenz Indikator, dann entsteht natürlich auch die Möglichkeit, dass du Kerzen hast, die sind positiv, aber das Delta negativ ist. Ja, also jetzt angenommen, wir haben hier eben Limit Order, die eben immer wieder befüllt werden und es gibt immer wieder Market Käufe, Käufe, Käufe. Ja, dann hast du ja ein positives Delta, ja, weil du mehr Käufer wie Verkäufer hast. Ja, und wenn der Weg versperrt ist, dann werden irgendwann eben die Käufer aufgeben und du brauchst nur ganz wenige Verkäufer, um angenommen hier runterzukommen. Brauchst aber extrem viele Käufer, um hier hochzukommen. Und deswegen hast du hin und wieder eine Delta-Divergenz. Jetzt einmal ganz einfach runterbrochen. Ja. Das heißt, du hast eben hier die aktiven Marktteilnehmer, die hier mit Market Orders reinhämmern und hier die Limits abbauen. Und du hast hier auf der anderen Seite die passiven Marktteilnehmer, die mit den Limits hier drinnen stehen. Ja. Und du brauchst aber beide. Ohne Market Order, das wird sich der Markt nicht bewegen, weil dann werden hier im Prinzip nur die Limits drinstehen. Außer es zieht wer die Limits komplett weg, dann hast du ein Spread. Und hier hast eben die Partei, was meiner Meinung nach am meisten den Markt manipuliert. Ja. Weil hier hast du eben teilweise dicke Konten, die hier extrem viel Stücke in den Markt reinsetzen. Ja, das sehen natürlich alle und dann hat man ein bisschen Marktpsychologie, dann glauben viele, naja, der Level ist so dick, dann nehme ich meine Posi raus und so weiter und so fort. Und man hat oft das Phänomen, dass der Kurs dann vorher schon abdreht, bevor er diesen Level überhaupt erreicht. Und das ist eben, das kann man eigentlich als Spoofing bezeichnen. Ja. Das heißt, dicke Konten, die Möglichkeit haben, hier hunderte Limit Orders reinzusetzen. Und wenn der Kurs dann doch hier diesen Spoofer erwischt, dann ist vor einer Sekunde auf die andere sind dann die Limit Orders abgezogen. Das heißt, es war keine echte Order. Ja, das war im Prinzip ein Manipulationsversuch. Das kann ja eben auf beiden Seiten passieren, oben wie unten. Dann gibt es auch das Channeling. Ja, das ist auch was ganz Interessantes. Beim Channeling hast du eben den gleichen Typen meistens oder die gleiche Firma, die eben oben ihre Limit Orders reinhauen, ja, in einem extremen Ausmaß und das gleiche auch unten auch machen. Und dann kann es dir halt passieren, dass in dieser Zone, das hat sicher der eine oder andere von euch schon gesehen, in dieser Zone sich der Kurs seitwärts bewegt. Und was ist die Übung von dieser Geschichte? Die wollen, dass sich der Kurs seitwärts bewegt und in dieser Zeit, wo sich der Kurs seitwärts bewegt, bauen diese Parteien oder diese Partei, die das eben fabriziert, baut hier in aller Ruhe in kleinen Sizes die Position auf, die sie braucht. Weil wir alle wissen, wenn jetzt einer 5000 S&P 500 Kontrakte braucht, ja, weil er es einfach kaufen muss, warum auch immer, dann kann er das nicht auf einmal reinhämmern. Er braucht Zeit, um das Ganze zu exekutieren, um das Ganze auszuführen. Und dann arbeiten halt gewisse Marktteilnehmer mit extremen Mitteln, die offiziell verboten sind, wenn sie ein Mensch ausführt, wenn sie computergestützt ausgeführt werden, dann ist es erlaubt, soweit ich informiert bin. Also auch etwas scheinheilig. Aber man sollte auch das ein bisschen im Auge behalten, was eben im Orderbuch passiert. Ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Ganz wichtig auch, was ich für sehr wichtig empfinde, ist eben den Dome Levels Indikator zu benutzen. Ja, also der zeichnet eben gewisse Dinge auf, die im Orderbuch passieren. Kann man das hier ganz kurz nochmal einstellen hier. Gehen wir ganz weit runter in den Tick-Chart, Eintag-Historie, Tick-Chart. Ganz, ganz weit runter.
nur warten, bis die Historie da ist. So, jetzt haben wir einen Tick-Chart. Wir können es auch gleich schauen, wie ich das immer mache. Aus diesem Tick-Chart machen wir jetzt einen Linien-Chart. So. Gut. Jetzt haben wir hier einen Linienchart. Für diese Übung brauchen wir jetzt den Order Flow Indikator nicht mehr. Den hauen wir raus. Habe ich irgendwo ein Fenster versteckt bei mir? Moment. So, weg damit. Den können wir von mir aus drinnen lassen. Und dann haben wir hier noch Dome Levels Indikator. Also eins meiner Lieblingstools, weil man eben diesen Dome Levels Indikator, ich würde jetzt nicht sagen, den kann man so zweckentfremden, ja, zum Teil, dass es schon wieder witzig ist, aber das macht es auch aus, teilweise in Atlas, du kannst die Dinge so verrückt einstellen, dass es schon wieder lustig ist. Ja. Und mit diesem Dome Levels Indikator, jetzt ganz grob her, der zeichnet dir in Wirklichkeit das auf, was hier eben passiert. Ja, der zeichnet mir auf, dass hier eben die 450 drinnen sind in der Standardeinstellung jetzt und speichert mir das auch. Ja, das heißt, wenn angenommen am Vormittag habe ich hier eine 450er drinnen und am Nachmittag komme ich wieder hier hin und die 450 stehen noch immer da, dann sind die Chancen ein wenig höher, dass diese eine ernst gemeinte Order ist. Ja. Hin und wieder beim Channeling sieht man, wie eben diese Order reinkommen, dann markiert mir der das und dann sieht man, dass das relativ schnell geht, dass sie wieder rausflutschen. Die Frage ist, ob ich das so verwenden möchte und ob mir das nicht zu viel Information ist. Ja, man kann dann noch runter, ich sage mal, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen einfacher, 10-Sekunden-Chart. So, dass wir es ein bisschen komprimierter kriegen, wenn der Markt sich schnell bewegt. Und dann muss man sich eben, das so konfigurieren, wie man es eben für den gewählten Markt braucht. Ja. Sprich, wir haben ja jetzt, wie spät haben wir? Wir haben 19.02 Uhr. Wir haben hier im Orderbuch, ich sage mal, zwischen 120 und 220 Kontrakte drin stehen. Und dann kann man ruhig hergehen und sagen, also zuerst möchte ich einmal alles von 200, das sollen wir ab 200 rechnen, dann wird sowieso nur mehr hier angezeigt, was 200 ist. Ja. Und dann kann man aber noch sagen, meinen absoluten Knüllerfilter, ja, wenn irgendwas über 250 hat, dann machen wir das jetzt in irgendeiner schlagenden Farbe, violett. So, jetzt machen wir das so, wie ich es gern habe, eben im Hintergrund dunkel, weil sonst sehen wir nicht so viel. Hintergrund dunkel, Linien weg. So, und so läuft das halt. Ja, und da sieht man dann gleich, über 250 wird mir violett gezeigt. Ja, 273, 274 geht dann ins Rote. Das kann man dann im Prinzip auch noch ändern, indem man sagt, man tut die ganze Heatmap weg. Ich möchte nur mein Custom Scheme haben. Das Ganze kann man dann zum Beispiel grau machen, ja, weil mir die Makulatur interessiert mir nicht. Und dann ist das Ganze so. Ne? Und dann habe ich im Prinzip nur mehr die Informationen, die ich brauche. Natürlich ist der Filter jetzt viel zu hoch, viel zu niedrig eingestellt. Wir möchten ja im Prinzip Sachen sehen, die jetzt nicht jederzeit vorkommen. Ja, wir möchten wirklich Levels sehen, die sich aufbauen. Und dazu muss aber der Chart auch länger laufen. Dann hat man eben diese klassische Heatmap und die kann man sich eben hier einstellen, wie man es hat. Und so ist man relativ flexibel mit solchen Sachen. Ja. Man kann das auch so machen, dass man sagt, man hat da die Proportionen drinnen. Dann kann man im Prinzip noch weiter reinzoomen und man sieht auch, ob sich die Levels langsam aufbauen oder wie hier abbauen. Das kann man sich dann alles anschauen. Man kann sich das auch auf einen 3-Minuten-Chart setzen, zum Beispiel am FDAX. Ja. Und sieht man dann eben in gewissen Bereichen, wo sich eben Levels aufbauen. Wie gesagt, beim FDAX ist alles über 30. Normalerweise ist interessant. Ja. Wenn dann 40, 50 reinkommen, hat man eben diese Zonen, wo auch der Kurs reagiert. Haben wir, glaube ich, im vorigen Webinar kurzzeitig einmal angesprochen. Vielleicht hat es der eine oder andere probiert.
Ich werde schauen, dass ich fürs nächste Webinar tagsüber eben die Session aufzeichne mit diesen Dingen und nächstes Mal beim Webinar zeigen kann. So, gibt es noch Fragen? Ich sehe Ich keine hoffe, offenen Fragen mehr. dass der eine oder andere noch ein bisschen was lernen hat können hat, was das Bedienen von Atlas betrifft. Wie gesagt, sollten technische Fragen auftauchen, wir sind immer im Kundenservice dran, einfach schreiben. Und ja, von meiner Seite her wäre es das fast gewesen halt, ja. Ja, sehr gut. Ich fand das Webinar wirklich sehr hilfreich und sehr informativ. Habe auch wieder was dazu gelernt. Bedanke mich an der Stelle und schließe mich hier dem Feedbacks im Chat an. Also wirklich sehr super. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir nächstes Jahr auch wieder mit dir zusammen hier über Atlas Webinare machen können. Und möchte mich aber natürlich auch bei den Teilnehmern bedanken, die dieses Jahr hier an der Webinarreihe teilgenommen haben. Vielen Dank für das Interesse und fürs Dabeisein. Eine Aufzeichnung kommt natürlich wie immer so schnell wie möglich online. Dann, so, hier kommen noch Feedbacks rein. Michael, du kannst das ja sehen. Also wirklich sehr super. Dankeschön. An der Stelle, es ist noch nicht mein letztes Webinar, deswegen aber, falls Sie die anderen Webinare noch nicht besuchen oder nicht mehr besuchen werden, dann wünsche ich natürlich hier, weil es auch schon angesprochen wurde, auch schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Ist noch ein bisschen früh, aber kann man ja durchaus auch schon erwähnen. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn Sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Aber das Schlusswort hast du, Michael, und ich verabschiede mich. Wünsche einen schönen Abend, passen Sie auf Ihre Position auf und bis zum nächsten Mal. Ja, ich wünsche euch auch ein schönes Restjahr hier aus Österreich, aus dem Lockdown. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen besser wie wir. Und ich sage mal danke für das tolle Feedback und bei dem auf YouTube. Also das Feedback ist echt enorm und es motiviert mich, wenn ihr Freude habt und ein bisschen was lernen könnt, was die Technik rund um Atlas betrifft. Und ich hoffe, dass ihr dann nächstes Jahr. Wir werden uns jetzt da einige gute Themen ausarbeiten für nächstes Jahr, dass ihr dann wieder alle dabei seid. Und wir sind schon eine recht nette Community und ich glaube, das wächst wirklich sehr toll. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und liebe Grüße aus Österreich.